die Demokratie wieder für alle Bürger erfahrbar machen, den Rechtsstaat wiederherstellen, die Freiheit sichern. Das waren die Wünsche der Väter und Mütter des Grundgesetzes. Und das sind seit 2013, als unsere Partei gegründet wurde, die zentralen Botschaften der AfD. Damit wird klar, wir sind die Grundgesetzpartei. Wir sind diejenigen, bei denen die Sorge um das Grundgesetz ganz oben auf der Agenda steht. Entsprechend setzen wir unsere Schwerpunkte. Ich nenne die Kritik an der sogenannten Euro-Rettung, die gebrochenen Versprechen im Zusammenhang mit dem Euro, die heimliche Verschiebung von immer mehr Kompetenzen an anonyme Gremien nach Brüssel und an andere Orte, wo eine Handvoll Bürokraten und ca. 30.000 Lobbyisten mehr Macht haben als 414 Millionen Wähler in der Europäischen Union. All dies waren und sind Angriffe auf unser Grundgesetz. Sich gegen diese Angriffe zu verteidigen, spielte bei der Gründung der AfD die zentrale Rolle. 2015 wurden unsere Sorgen dann nochmals übertroffen. Die Missachtung des Grundgesetzes bei der illegalen Grenzöffnung für alle und jeden sind der bisherige Höhepunkt der erschreckenden Erosion unseres Rechtsstaates durch eine grundgesetzwidrige Asylpolitik. Darum fühlen wir uns in der Pflicht, die Demokratie wieder für alle Bürger erfahrbar zu machen, den Rechtsstaat wiederherzustellen, die Freiheit zu sichern. Wir bekennen uns seit unserer Gründung klar und deutlich zum Grundgesetz. Es ist die Grundlage unserer Programme und all dessen, was wir auch hier in dieses Abgeordnetenhaus einbringen. Meine Damen und Herren, die Väter des Grundgesetzes hatten die gleichen Werte wie wir. Aber sie lebten in einer Zeit mit anderen Herausforderungen. Ihnen war klar, dass ihr Werk immer wieder veränderten Realitäten angepasst werden muss. Auch diese Sicht teilen wir und haben klare Vorstellungen, was zu verbessern ist. Das betrifft insbesondere die Einführung von mehr direktdemokratischen Elementen auf allen Ebenen. Wir sind davon überzeugt, gäbe es in Deutschland zum Beispiel die Möglichkeit zu bundesweiten Referenden und Volksabstimmungen, wären viele Fehlentwicklungen in unserem Land rechtzeitig abgewendet worden. Allein schon die Möglichkeit, das Verfahren für eine Volksabstimmung einzuleiten, würde die Kader der Altparteien dazu zwingen, endlich wieder im Sinne der Interessen der Bürger zu handeln. Natürlich gibt es auch Bestrebungen, Teile des Grundgesetzes zu ändern, die dem Geist der Väter widersprechen. Dazu zählen die nimmermüden Versuche von Rot, Dunkelrot und Grün, unsere festen Grundwerte durch ein absurdes Kunderbundespotpourri zu ersetzen. Die Auflösung der sozialen Marktwirtschaft durch sozialistische Elemente nach DDR-Vorbild, und ich gucke da nach links. Die Pervertierung des wichtigen tariflichen Streikrechts durch sogenannte politische Streiks. Die Verwässerung des Asylrechts, in dem auch all diejenigen, die gar nicht politisch verfolgt werden, plötzlich alle vom Steuerzahler finanzierten Vorteile und Leistungen hinterhergeworfen bekommen. Die Entwertung des Wahlrechts, in dem zum Beispiel Gruppen, die gar keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, plötzlich über unser Land mitbestimmen sollen. Auch die Regierungsparteien im Land Berlin beteiligen sich an dieser Aushebelung unseres Grundgesetzes. Zuletzt mit wilden Enteignungsfantasien auf dem Niveau verfassungsfeindlicher kommunistischer Gruppen aus den 70er Jahren. Meine Damen und Herren, bei vielen linken Änderungswünschen des Grundgesetzes habe ich leider den Eindruck, dass es schon lange gar nicht mehr um das Volk in seiner Gesamtheit geht. Vielmehr scheint es so, dass immer neue Klientelgruppen befriedigt und damit als Wähler gewonnen und gebunden werden sollen. Die endlose Entdeckung immer neuer Gruppen von angeblich Diskriminierten erweckt den Eindruck, 70 Jahre nach Einführung des Grundgesetzes sei Deutschland ein einziges Inferno für Minderheiten. Artikel 1 wird so zum überquellenden Briefkasten für alle erdenklichen Sonderinteressen herabgewürdigt. Dafür ist dieser Artikel zu schade. Eine solche Überfrachtung mit Klientelinteressen widerspricht dem von den Vätern des Grundgesetzes verfolgten Grundsatz, möglichst knappe,
allgemeingültige Regelungen für alle Deutschen zu finden. Die von Rot, Dunkelrot und Grün formulierten Worte oder Unworte, besser gesagt, Gender oder Diversity gehören ebenso wenig ins Grundgesetz wie kurzfristige Modethemen. Wir dürfen das Grundgesetz nicht ins Lächerliche ziehen. Und wir dürfen angesichts dieser Inflation von neuen Ansprüchen die wirklich fundamentalen Aussagen nicht vernachlässigen. Wir von der AfD treten daher mit Nachdruck dafür ein, insbesondere die unmissverständlich niedergelegten Menschenrechte effektiv zu schützen. Für diese Rechte haben Hunderttausende, ja Millionen Deutsche schon 1848, 1953 und 1989 demonstriert. Denn diese sind wirklich in Gefahr. Wenn eine demokratische Partei, die von fast 6 Millionen Wählern in den Bundestag gewählt wurde, kaum noch einen Raum für die Durchführung einer Wahlveranstaltung findet, weil die gastgebenden Wirte von staatlich alimentierten Linksextremisten erpresst und mit nackter Gewalt selbst gegen ihre Familien bedroht werden, dann gibt es keine Versammlungsfreiheit mehr, wie sie in Artikel 8 Grundgesetz garantiert wird. Wenn heute Informationsstände der AfD nur unter Polizeischutz durchgeführt werden können und vor wenigen Tagen in der Tageszeitung Welt festgestellt wurde, dass 89% aller in Berlin zerstörten EU-Wahlplakate AfD-Plakate sind, dann gibt es keine Vereinigungsfreiheit mehr, wie sie in Artikel 9 garantiert wird. Wenn Medien, Verbände, Kirchen, Universitäten und Schulen sich darin gefallen und wetteifern, AfD-Vertreter von Diskussionsrunden bewusst auszuschließen, dann gibt es keine Meinungsfreiheit mehr, wie sie in Artikel 5 garantiert wird. Das, meine Damen und Herren, ist die traurige Realität in unserem Land und in unserer Stadt. Die Grundrechte sollen für alle Deutschen gelten. Aber wenn es um die AfD geht, sollen sie zu Gnadenrechten degeneriert werden. Und die Altparteien spielen die selbstgerechten Monarchen der Neuzeit. Sie sorgen mit ihrem Netzwerk dafür, dass die AfD in grotesker Anwendung des Artikel 91 als drohende Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung dargestellt wird. So soll dafür Sorge getragen werden, dass die einzige echte Opposition möglichst schnell wieder verschwindet. Aber ich sage Ihnen, darauf können Sie lange warten. Wir werden bleiben und diesen Kontinent, dieses Land, diese Stadt nachhaltig zum Besseren verändern. Zu Ihren Lasten und zum Wohle unserer Bürger.